3, 2, 1, hallo, herzlich willkommen. Wir sind hier leider Gottes in einem elektrischen Showdown. Oder wie man es auch immer nennt. Ja. Ist das Ding Problem überhaupt halt, an? Wer jetzt? Hallo? Also, du fragst. Test? Hallo? Ich glaube, das ist nicht mehr alle. Das ist mir nicht. Das ist nicht mehr dicht, ne? Kuckuck. Ja, hallo, Regie? Ja? Wie? Wir sind nicht online? Okay. Ja, ich muss die Aufnahme beenden. Wir sind nicht online. Ich nehme nicht auf. Na du. Ist alles okay. Alles okay. Hey Junge, kriegen wir wieder Strom? Ja, ich hab... Was hast du gemacht? Nachgefüllt. Ja, Motor braucht Benzin. Du, Strom. Sonne hier, ne? Boah, das wäre geil in dem Spiel. Solarkollektoren. Ja. Boah, das wäre... Boah, das wäre mega, ne? Gut, vielleicht gibt's das sogar, aber... Es gibt Atomkraftwerke. Wir sind nicht so weit. Ja, aber wir sind nicht so weit. Wir sind doch doof, ne? Ey, das wäre mega Hammer. Oh ne, wenn ich wie Dieter Bohlen rede, dann kriege ich noch mehr Halsschmerzen. Also die Produktion läuft sehr clean. Muss man wirklich sagen. So, Kupferbleche hier. Du bist sowas also von KG. Kupferblech kriegen wir jetzt auch recht gut durch. Perfekt, dann können wir... Ich brauche noch Rotoren. Für Wasser, ne? Für die Wasserkraft. Ja, macht Sinn. Das ist auch noch was, das wir benötigen. Generell hat, ne? Weißt du, was wir auch benötigen? Zeit und andere Dinge der Welt? Nö. Okay. Geld. Ich brauche Geld. In dem Spiel nicht. Doch, die Firma dankt mir mit Coupons. Ach so. Stell dir vor, du würdest jeden Tag 8 Stunden arbeiten, 40 Stunden die Woche und dann kriegst du am Ende der Woche vom Chef ein paar Coupons. Dein Lohn. Dein Zahltag. Für die harte Arbeit. Ja? Ein paar Coupons. Ist doch so schön, oder? Coupons. Sammelst du eigentlich so Coupons, wenn es so Dinger gibt vom Supermarkt und so? Wenn, dann digital. Aber du sammelst, ne? Oh, keine Ahnung. Warum? Warum so, sammelst so sekundär du? Sekundär halt. Ist das deine neue Einkommen? Ist das dein neues Einkommen, mein Deutsch für du? Da ist es dein neues Einkommen? Coupons sammeln? Nö. Ja, aber schon irgendwie was anderes, ne? Ja, aber ich frag mich, wer kam auf die Idee? Ich meine, Cash, irgendwann hat sich das bei der Menschheit durchgesetzt, aber wer kam auf die Idee, zu sagen, ich stell dir jetzt für etwas ein Coupon aus? Das ist Kundenbindung. So ja. Scheiße, es klingt. Heißt das, wenn ich jetzt mehr Gewinn machen will, dann stelle ich den Kunden Coupons aus? Indirekt wahrscheinlich schon, weil die kommen dann wieder, weil sie wollen ja Coupons toll einlösen. Ich gebe ihnen ein Coupon für eine Minute Brandschutz. Mein Gott, das wird nicht laufen. Ich gebe ihnen Coupons für eine Minute Blaulicht. Oh Mann. Ich hab schon wieder keinen Beton. Aber hier unten hat es so viele Betonadern. 1, 2, 3. Und die mega hässliche, feuerspuckende Lava-Tante. Oh, das sieht schön aus mit den Rotoren im Wasser. Ach, wie herrlich.
Ach, wie herrlich, dass niemand weiß, dass ich Rumpelstilzchen heiße, oder was? Heute Ja. singe ich, morgen sing ich. Ach, wie gut, dass niemand weiß, dass ich Lumpelstilzchen heiß. Ach, die Oder Runde. Lumpelstilzchen. Nee, Lumpelstilzchen. Nein, Lumpelstilzchen. Ich weiß, wie du heißt. Du heißt Lumpelstilzchen. Nee, ich heiße Lumpelstilzchen. Ja, Lumpelstilzchen. Nein, Lumpelstilzchen. Ja. Aber hast du jetzt. Ich weiß nicht, ist das einfach ein Vorurteil oder können die Chinesen wirklich nicht ein R aussprechen, sondern nur ein L drauf machen? Du, Oder ehrlich ist gesagt, das keine einfach nur Ahnung. die Aal zu klingeln wie eine Chinese? Aber eine Chinese lädt komplett anders. Weiß ich nicht. Da bin ich raus. Apropos China, die sind ja wieder im Lockdown. Nix mit Tesla. Keine Ahnung. Hast du mitbekommen? Musk will Twitter kaufen. Ach, das ja. Für 41 Milliarden ist ein Schnäppchen, oder? Ja, für ihn ist wahrscheinlich alles ein Schnäppchen. Der Typ, ey, der ist unfassbar. Was der vorhat und was der umsetzt, das ist. Oh mein Gott. Wenn unsere Politiker nur 1% von dem, was er bereits umgesetzt hat, umsetzen würden. Ich glaube, wir hätten viel weniger Probleme auf der Welt. Ich sag's nur mal so. Ich habe heute den Bericht gelesen. Ich weiß nicht mehr aus welchem. Das war auch. Ah, stimmt, aus dem Jahr 2021. Der durchschnittliche CO2-Verbrauch im Jahre 2020 wurde auf 127 Gramm CO2 pro Person. irgendwas ge. Wie ist das genau mit den Autos? Mit CO2-Ausstoß? Keine Ahnung mehr. CO2 pro Gramm, Kilogramm, Kilometer. CO2 Gramm pro 100 Kilometer, irgendwie so. Okay. Spielt Glaube keine ich. Rolle. Aber grundsätzlich war es 2020 irgendwo bei 130 rum. Dann kam das Model 3 in der Kategorie, ich glaube, Midsize oder irgendwas, bla bla bla. Und in der Kategorie ist es jetzt in einem Jahr von 130 auf 97 runtergesunken. Nur weil halt eben Tesla so riesen viel produziert hat und eben null CO2 ausstößt. Senkt natürlich auch der Durchschnitt. Und mit aktuell, ja, bekommt man das langsam aber sicher mit. Stimmt. Die produzieren ihren Strom selber, ne? Die sind nicht Ja. angewiesen auf Kraftwerke. Ja gut, der Typ ist ja, das ist ja eh auch normal, was der Der jetzt ist hochzieht. Selbstversorger, hoch sein Urgroßvater. Ist ja gefühlt, ja. Also der, ich weiß auch nicht, ich weiß, er hat so seine Problemchen im Kopf so, aber je intelligenter ein Mensch ist, umso durchgeknallter ist er. Das Fakt. Ja, mal abgesehen davon, alle Kritik beiseite gestellt, der Typ, der ist eine Hausnummer für sich. Also Der hat auf jeden Fall auch eine, wie soll ich sagen, eine Vision, die er um. Weißt du, der macht, der wartet nicht auf die Politik. Jeder von uns hat doch so ein bisschen so im Kopf seine Traumvorstellung von seinem Leben, immer den ganzen Tag durchträumt oder versucht zu verinnerlichen mit Autosuggestion oder so. Nur Der sehr viele träumt Menschen das nicht. scheitern daran, dass es nur im Kopf bleibt. Und bei dem Typ ist alles mal komplett scheißegal. Von dem geht's vom Kopf in die Umsetzung. So. Und So in etwa, ja. was der, klar, der hat vielleicht nicht, willst du noch Flüssigkeitsspeicher bauen und so? Jo. Ah. Brauchst du mehr Platz, mehr Plattform? Ich weiß nicht. Ich habe immer zwei Kraftwerke gebaut. Wie viel ziehen die? Ich bin gerade doof. Boah, ich kann es dir leider nicht sagen. Ich weiß nur, dass. Bei 150, ne? Unsere Sicherungen sind wieder mal durchgebrannt. Wir brauchen endlich die Kohlegeneratoren.
Nur schon eine Kohleader hier wird schon. Eine Kohleader. Also nee, ein Kohlekraftwerk ersetzt einfach mal 2,5 Biomassegeneratoren. Mhm. Das ist schon sick. Also, ich brauche Beton. Ich nehme mir, warte, habe ich noch. Ich habe noch versteckte Eisenplatten, aber ich nehme mir wieder ein paar. Mit Rotor nehme ich mir auch wieder mit. 30 Stück nur, oh, schade. Bisschen wenig, aber was soll's. So. Wo sind wir stehen geblieben? Genau, der Typ, der ist eine Hausnummer für sich. Also, man hat ja früher so Galileo, Da Vinci und so. Die haben ja auch alle eine Meise abgehaben, aber ohne die wären wir nicht so weit gewesen, wenn die Vorreiter nicht wären. Und der ist jetzt halt vielleicht der Vorreiter für, weil vieles, was Da Vinci und so erfunden haben, das gab es vorher noch nicht so. Elon Musk erfindet ja nicht das Rad neu, er erfindet einfach Sachen für die modernere Zeit. So. Oder besser gesagt, er optimiert. Eigentlich das, was wir hier mit Science Factory machen, macht er im Real Life. Der einzige Unterschied zu ihm und uns ist, er verdient dabei Geld und wir haben einfach Spaß. Ja, toll. Wir haben Spaß. So, immer die Ausrede der Mutter. Es geht ja um den Spaß. Ach, mein Kind, kein Problem, dass du 10-0 verloren hast. Es geht ja um den Spaß. Oder? Ist nicht so? Ja, so in etwa. Macht es nicht Spaß, 10-0 zu verlieren? Doch. Es geht ja um den Spaß. Oh Mann, ey. Apropos Mütter, ne? Ich hab dir heute Mittag geschrieben. Ich hab einen Lackschaden. Ja, willst du jetzt mitteilen? Den Dachschaden, den habe ich schon lange, aber jetzt habe ich noch einen Lackschaden. So. Ja. Vorgestern bin ich meine Freundin von der Kita abholen gegangen, eigentlich. Mhm. Wie immer. Und ja, die Parklücke. Ja, sagen wir mal, ich habe noch ein Glück gehabt, dass ich einen Parkplatz gefunden habe, so. Jetzt war es so, neben mir ist eine Mutter mit L, also die hat gelernt, Auto zu fahren, also für die Deutschen. Mhm. Ich habe nämlich heute rausgefunden, dass die Deutschen das gar nicht so haben, aber bei uns ist es so, wenn du die praktische, theoretische Prüfung bestanden hast, kannst du auch privat Lernfahrten machen ohne Fahrlehrer, brauchst einfach eine Begleitperson, die den Führerschein länger als 3 Jahre hat und älter als 23 oder 21 ist, eins von beiden. So. Ach, keine Ahnung. Dann musst du einfach das blaue L hinten machen, darfst in der Schweiz Lernfahrten machen, so. Und die Mutter hat in ihrem Alter erst angefangen zu lernen, Auto zu fahren, weil, ja, in der Stadt brauchst du halt kein Auto. So. Ist ja alles schön und gut, habe ich. Verstehe ich, wir waren alle mal in der Situation, wo wir so dumm waren, mit Dullis und L rumgefahren sind und uns zu Boden Grund und Boden geschämt haben, so wie wir gefahren sind, aber das ist ein anderes Thema. So. Ich habe neben dir parkiert und die ist in dem Moment Kinder abholen gegangen. Also, ja, die hatte 2 Kinder dort und alles schön und gut. Ich habe mein Auto noch 2-3 Minuten vorher fertig geputzt, dass es wieder schön aussieht. Ich hab's dann inspiziert, der Lack sieht wieder 1A Perle aus. Also von dem her, ich wusste genau, was am Auto Schaden hätte und was nicht. Weil du machst immer, wenn das Auto geputzt ist, mal eine kurze Kontrolle und polierst es ein bisschen auf und machst es so. Ja, also ja. Ich mach das zumindest so, damit ich ein bisschen weiß, wie mein Auto jetzt wieder aussieht, wenn es sauber ist. Ob das jetzt wirklich ein Kratzer ist oder nur Dreck, ne? So. Stimmt, ich hätte auch. Dann hat die Tante, ich weiß auch nicht, ich verabscheue solche Menschen, die ihre Kinder links liegen lassen und Hauptsache man hat Kinder in die Welt gesetzt und ist dann maßlos überfordert.
dass man vielleicht als Elternteil mal irgendwann überfordert ist. Okay, kann ich verstehen, zum Beispiel meine Eltern zum Beispiel. Ich bin ein gutes Beispiel dafür, aber jetzt mal das da hingestellt. So, kann ja mal vorkommen, oder? Ja. Aber man weiß ja, wie Kinder sind. Also, sie sind nicht berechenbar, aber man weiß ja, dass den Kindern fehlt noch ab und zu gewisse Erfahrungen oder Verständnis für gewisse Sachen. Ist ja alles legitim. Habe ich ja überhaupt kein Problem damit. So. Dann aber hat die Tante dem Kind die Tür aufgemacht, ist dann weggegangen und das Kind hat dann die Tür weiter raufgeschletzt und hat nicht gecheckt, dass mein Auto nebenan steht und da macht es einfach nur Bumm. Ich war gerade in meinem Auto, hab gechillt, hab so gehört, Bumm, ich so gedacht, ist jetzt, hat sich jetzt die Armbremse gelöst oder so, weil das, dieses Geräusch, das habe ich so nicht so akustisch wahrgenommen. Dann habe ich gewartet und dann höre ich es plötzlich, wie es so kratzt an meinem Auto. Ich so gedacht, ey, Digga, eine Katze ist hier nicht. Habe ich mal ins Rückspiegel geschaut und dann sehe ich dieses Kind am Einsteigen und denke mir so, fuck, die hat meine, die Tür gegen mein Auto geknallt. Fuck. Ich hoffe, es ist nicht passiert, ne? Weil manchmal, es geht in den meisten Fällen gut, so. Sofern man es nicht bumm macht, sondern einfach nur ankommt, so ganz fein. Ach so. Ja, dann hat die Tante ihre Kinder einsteigen lassen, oder wie man es nennen soll. Und wollte dann losfahren, weil die war irgendwie, die war komplett fertig mit den Nerven. Ich weiß nicht, was die für einen Tag hatte, aber so wie die ausgesehen hatte, Junge, ey. Auf jeden Fall. Weiß auch nicht. Habe ich dann die Tür inspiziert, Lackschaden. Dachte mir zuerst, ja, vielleicht ist ihr Lack ja auf mein Auto drauf aufgetragen, so. Dass das an meinem Auto ja nichts gemacht hat. Gut, das ist ja nicht mein Auto, das ist ein Firmenauto, aber indirekt gehört es ja mir so. Weil, ja, ich darf es ja nutzen und so. Gut. Ja, ja. Dann habe ich so gedacht, ja, wenn ich es jetzt mit dem Fingernagel wegkratze, dann geht das schon weg. Hab aber gecheckt, die Lackschicht ist weg. Die hat mit dem Knall den Lack abgesplittert. So. Gut, ich nicht lange rumgefackelt, ich sie darauf hingewiesen, ey, mach mal Tür runter da. Guckst du, dein Kind hier hat Auto kaputt gemacht. Kann ja passieren, also weißt du, ich wollte nicht einen auf Motherfucker machen und jetzt hier, keine Ahnung, der Assi raushängen und Walla, du hast mein Auto verkratzt, ey, Walla, zahl mir diese Scheiße, bla bla bla. Sondern einfach, ich wollte mit dir normal reden, weil passiert ist passiert, ändern kann man es nicht, ist ja niemand zu Schaden gekommen, ist ja nur ein Lackschaden, so. Ist ja nicht schlimm. So. Dachtest du. Ja. Das Ding ist, wenn man einen Lackschaden an einem Stahl, an einem Beton sage ich schon, an einem Metallteil nicht behandelt, dann kann das zu Rost führen. So. Das war eigentlich meine größte Sorge. Die andere Sorge ist, ich muss ja, da das Auto ja nicht 100% mein Eigentum ist, sondern der Firma gehört, bin ich ja verantwortlich dafür. Und wenn ich das nicht melde oder was auch immer, dann kriege ich den Anschiss oder die Kacke. Ist dann sie gefickt. Genau, dann bin ich am Arsch. So in der Art. So, indirekt. Natürlich nicht, man kann mit allem reden und so, aber ja, ihr wisst ja, wie das so ist mit fremdem Eigentum oder so. Es vergleicht wie mal, dein Kumpel nimmt dir eine PS5 aus, du machst sie kaputt, dann ja, so, gut. Dann, och nee, ja, was machen wir jetzt? Ich so, ja, ich brauche ihre Angaben, oder? So. Sie so, ja, scheiße. Und jetzt? Ich brauche ihre Angaben. Sie so, ja, aber ich habe ja noch den Lern... Ich bin ja am Lernen Autofahren, das ist ein bisschen scheiße. Ich so, ja. Ist so. Dann steigt deren Mutter raus. Faucht mich an wie eine Furie. Das sind ja nur kleine Kratzer. Ich soll mich nicht so benehmen. Das Auto hat ja schon Kratzer. Das sind ja Kinder. Sie können ja nicht ein Kind beschuldigen. Das geht gar nicht. Ich so, für Kinder haften ihre Eltern.
Yay. Die ist dann, das geht gar nichts, müssen sie nicht so tun. Ja, was brauchen sie jetzt? Ich so, ich brauche ihre Angaben. Warum? Können wir das nicht anders lösen? Nein. Hat sie mir dann ihre Angaben gegeben? Ja, ich brauche auch noch ihre Angaben. Ich so, ja. Dann sagt die mir, ich hätte einfach nicht daneben anparkieren sollen. Wenn ich schon sehe, dass sie Autofahren lernt, warum parkiere ich daneben an? Da habe ich mir so gedacht, wissen Sie was? Ich diskutiere jetzt nicht mit Ihnen. Es geht mir jetzt darum, das Kind hat einen Schaden gemacht. Für den Schaden müssen die Eltern aufkommen. Ich brauche ihre Angaben. Ich muss das der Firma melden. Gibt es eine Versicherung? Fertig. Also. Ja. Gut. Sie so, nach langem Hin und Her. Dann, okay, habe ich meinem Chef angerufen und ihm die Sache gestellt. Er so, mach ein Unfallprotokoll. Weil ich, Dulli, habe in dem Moment nicht geschaltet, dass man ja eins braucht, weil ich so gedacht habe, ey, Digga, das ist nur ein paar Klackschaden. Was will ich da groß jetzt hier? Ja, für jeden Scheiß. Außer ich habe ja auch mal einen Parkschaden gehabt. Ich glaube, 3 oder 4 Wochen alt war das Auto, nicht mal. Ja, und da hat es plötzlich irgendwelche Kratzer drin. Also, es war nicht Kratzer, sondern, wie soll ich sagen, wenn jemand. Ja, tief in den. Es war halt Stoß. Also, das sagt man heute nicht mehr dazu, aber Stoßstange, ne? Vorne ist ja alles Kunststoff mittlerweile heutzutage. Da hat es relativ tiefe Einkerbung, eine Kerbe drin. Tiefe Kerben drin. Ja. Habe ein Foto geschickt der Versicherung. Einen Termin gemacht. Ja. 2 Wochen oder 1 Woche gewartet und dann. Termin und Ausgabe. Ja. Also ich habe eigentlich genau nichts mitbekommen. Keine Ahnung. Na, nice. Auf jeden Fall, um die Story zu Ende zu erzählen. Ja. Ich wollte dann ein Unfallprotokoll machen und habe sie nochmal angehalten. Sie wollte sich schon verpissen, ne? Wollte sie anhauen, so, ey, wir müssen ein Unfallprotokoll ausfüllen. Ich habe keine Zeit, ich hatte einen strengen Tag, die Kinder sind am Weinen, ich muss jetzt nach Hause. Ich so, wir müssen das ausfüllen. Und dann fährt sie weg. Und weil die aber meiner Freundin ihre Kinder unterbringt, habe ich mir so gedacht, komm, weißt du was, ich habe jetzt keine Nerven mehr, keinen Bock mehr, ich hatte einen strengen Tag. deren Angaben verschwinden schon nicht. Die kann sich nicht in Luft auflösen. So. Jetzt sind die das am Klären. Ich mir nur so gedacht, ey, Alter, wenn du schon was kaputt gemacht hast, dann kann man auch dazu stehen. Ich meine. Ich kenne die Situation nicht, aber. Ja, guck mal. Ja, wenn du was beschädigst, dann kann man ja als Erwachsener dazu stehen. Und nicht alles Mögliche probieren und verleugnen und keine Ahnung, was, wo man so denkt. Ey, doch, Adam, logisch. So ist der Mensch. Ja, aber was bringt's? Im schlimmsten Fall, ich habe das dann der Firma geschildert, die haben gesagt: Nächstes Mal ruf einfach die Bullen. Scheißegal. Ich so, ja. Ich war vor 2 oder 3 Wochen, sogar 4, 5 Wochen, das spielt keine Rolle, war ich vor einem Zahnarzt, also halt Zahnarzt, ja, im Gebäude, der Zahnarzt drin war, am Warten, weil Freundin und Co., ne, Zahnarzt, Weisheitszahn, OP, bla bla bla. Hab da mit meinem Kind gewartet, draußen schön parkiert. Irgendwie nach 10 Minuten, 15 Minuten warten, Freund immer noch drinne, kommt plötzlich irgendwie wie eine Rowdy gefühlt, so ein alter Mann, kleines Auto, Einfahrt rein, gefühlt mit 50 Sachen über den Platz gerast, also halt über den über den Parkplatz gerast. Und da macht's bumm, weil ein Mitarbeiter der Firma, der halt an dem Ort war, rückwärts rausgefahren ist. Und da kommt da niemand durch, ne? Also wirklich niemand. Aber der fährt gefühlt mit 50 Sachen durch. Also hat da gleich die Polizei gerufen, bla bla bla. Ich muss jetzt zum Glück nichts sagen, aber hätte ich was gesagt, dann. Ja. Ja. So ein Dulli, man fährt auch nicht mit gefühlt auch schon 30. Ja, doch, nee, 30 auch schon fast grenzwertig, würde ich mal sagen. Aber man fährt doch nicht wie eine Raser irgendwie über den Parkplatz. Ich weiß nicht. Schritttempo ist doch, oder? Oder wie. Das, was an der Tafel steht. Leider Gottes.
Ist ja keine Tafel. Nirgends. Ja, wenn keine Tafel ist, dann ist 50. Aber auf einem Parkplatz? Ja, das ist leider so. Es muss auf dem Parkplatz signalisiert sein. Deshalb haben alle Parkhäuser eine Tempolimit-Anzeige. Sonst dürftest du 50 fahren. Natürlich steht im Straßenverkehrsreglement, du musst das Tempo dem der Umgebung oder der Phase der Situation anpassen. Aber wenn die einen Blitzer auf dem Parkplatz stellen würden, der würde dich erst mit 50 blitzen. Du musst Schritttempo rückwärts fahren. Das. Aber es muss stehen. Und ja, es gibt wirklich dumme Menschen. Ich meine, wenn ich auf den Parkplatz zugehe, dann weiß ich, okay, hier kommen Leute rein, raus. Wenn der leer ist, dann ist es mir scheißegal. Dann fahre ich 20, 30. Mehr traue ich mich nicht, weil aus dem Grund hat es da einen Parkplatz. Der Parkplatz steht nicht einfach so random neben einer Autobahn. Doch, da gibt es auch Parkplätze, aber einfach so, da ist eine Autobahn und da rechts gleich ist ein Parkplatz, der extra dafür gemacht ist, dass du so schnell Tokyo Drift 120 durch alles durchbrettern kannst. Sondern Parkplätze dienen ja dazu da, dass Leute parkieren können. Und wo parkiert werden kann, ist ja meistens Betrieb, Mensch, Tiere, Kinder, alles etc. pp. So. Und da als logisch überlegender fährst du ja automatisch längst immer. Ja, also man würde es meinen, ne? Was ich auch nicht verstehe, ist die Leute, die den Vortritt zwingen, obwohl sie keinen Vortritt haben. Nur weil sie jetzt denken, ich bin Michael Schumacher und rase mit 40 auf dem Kreisel zu, weil ich einfach Michael Schumacher bin, mit einem Fiat 500 gefühlt. Und dann gibst du eigentlich ein Warnsignal, hey, Digga, du hast keinen Vortritt. Und dann kommen sie auf nichts Besseres, als dich auszubremsen. Ach, um Anstalt zu machen, warum du sie jetzt gewarnt hast, dass es fast geknallt hat. Das interessiert ihn nicht. Er war ein Tesla-Fahrer und deshalb ja, hatte er Vortritt, egal was da stand. Er hat mich dann ausgebremst. Auf null fast runter. Die Polizei war schon nebenan. Ich hätte nur ein bisschen Faxen machen müssen. Die wären rübergekommen und ich hätte das geschildert und der wäre am Arsch gewesen. So. Aber, ja. Bremst er mich ab, fährt rechts rüber und in dem Moment, wichtig ist, ich bin zwar eine impulsive Person, wirklich, aber in dem Moment heißt es einfach Ruhe bewahren, weil ich hätte jetzt den größten Basti-Move machen können, sag ich mal. Ich hätte, weil er rechts rüber ist, vor ihn ran, ihn abbremsen können. Und wenn er mir hinten rein wäre, seine Schuld. Ich hätte das gleiche machen können wie er, aber warum? Was bringt's schlussendlich? Genau. Er wollte dich ja provozieren. Er war so ein Spacken, der gedacht hat, er hätte Vortritt. Und hat dann halt jetzt die Situation genutzt, weil, ja, manchmal zählt wirklich im Straßenverkehr, wer die größeren Eier hat, hat Vortritt. Kann man wirklich so manchmal denken bei gewissen Menschen. Ja, und der hat das jetzt einfach schamlos ausgenutzt. Wichtig, ich habe noch das grüne L. Ein Unfall hätte mir ordentlich Probleme zubereitet. Nicht nur ihm, weil er Vortrittsregeln missachtet hat, sondern auch mir, weil ich ja 3 Jahre auf Probe bin. Und da ist es dann scheißegal, wer Vortritt hat oder nicht. Dann ja, hast du mindestens diesen dämlichen Satz namens "Ich beherrsche des Fahrzeuges". Weil du konntest es ja... Dann bist du, glaube ich, durch. Raus. Ende. Ja, dann wäre es registriert gewesen und meine Bewährung... Von 3 wäre 5 Jahre. Nee, 1 Jahr plus, glaube ich. 1 Jahr plus, okay. Mhm. Dann, wenn du wieder was zu schulden kommen lässt, ja, bist du Ausweis weg. Und das nur... Ausweis? Ja. Wenn du in der verlängerten Zeit... Ja, Ausweis, Führerschein. Adolfe Führer. Mhm. Mhm. So in der Art, ne? Aber, ja. Ihr seht, klar, gewisse Menschen bräuchten wirklich eine Lektion auf der Straße, damit sie lernen,
was es heißt, vernünftig Das zu heißt ja nicht, fahren. dass wir soll ich sagen, wie die Heiligen sind, ne? Das ist ja auch sowas. Nein, nein, klar nicht. Jeder Auch macht ich muss mich an der Problem. Nase nehmen, dass auch manchmal ich wieder Situationen hätte oder habe, die ich lieber so handhaben würde, wie ich es in der Fahrstunde gehabt habe, gelernt habe. So. Apropos was ganz anderes. Ich fahre ja ein E-Auto, ist ja für dich ja bekannt, ne? Ja. Normalerweise bis jetzt hatte ich so, ja, wir fahren ja in der Schweiz maximal offiziell 120, ne? So sollte man es machen. Ja, nee, darauf will ich gar nicht drauf, drauf los. Was ich Sind sagen Sie ein will, ist Raser? Generell, nee, ich, doch zu Hause, auf dem, ich grase, aber das ist was anderes. ich mähe. Also, ja, nee. Also aber nicht Rasenmäher-Simulator. Nee. Was ich sagen will, ist eigentlich, ne, Tesla gibt an 17 Kilowatt auf 100 Kilometer, ne? Also die Energieverbrauch. Letztes Jahr kam ich mit den 20 Zöller im Sommer etwa hin, ne? Dann hatte ich 19 Zöller, also Winterreifen 19 Zoll, nicht die von Tesla selbst, sondern Drittdinger halt. Sind zwar teurer, aber sehen geiler aus, spielt keine Rolle. Dann hatte ich durch den Winter auch so 17, 18 Kilowatt rum, was echt schon gut ist, also wirklich gut. Und mittlerweile bin ich bei, jetzt ist es ja 20 Grad, immer noch Winterreifen, weil ja, ist ja kann immer noch morgens schneien immer kalt. Genau. Und ich weiß nicht, was los ist, aber ich bin bei 11, 12 kW. Okay. Oh, also, hast du mal Formel, ja. Formel 1 geschaut? Früher zu viel, ja. Harte Reifen, weniger Grip, hält länger. Weiche Reifen, mehr Grip, fährst du schneller. So. Wenn der Aber Winterreifen warum hab ich jetzt, ja, wärmer wird, dann hat der mehr, dann sind die Poren so, dass er besser greift am Rad. Du bewegst dich ja wegen Reibung fort. Ich glaube auch, das Ding ist, ich habe nie Luft draußen Reifen gelassen. Jetzt habe ich mittlerweile anstatt 3,0 bar 3,2. Vielleicht hat das Erhöhung auch des Reifendrucks spielt auch eine essentielle Rolle dabei. Genau. Und wenn du das jetzt durchziehen würdest, dann ja, dann bleibst du auf dem Verbrauch. Aber der Winterreifen hat so seine Tücken im Sommer. Ja. Und zwar der Grip. Irgendwann bist du dann so weit, dass du im Rennsport, würde man Slicks sagen. Also, nehmt mich jetzt nicht hops, wenn ich komplett falsch liege, aber dann hast du sowas wie Slicks-Reifen. Und die haben halt im normalen Straßenverkehr den Nachteil, dass der Bremsweg komplett am Arsch ist. Ich glaube, ja, so ist das irgendwie. So. Genug der Technik-Dinger, jetzt, wir sind schon bei 33 Minuten. Ah, passt, perfekt. Dann schalten wir um in die Pause und wir haben dann gleich Werbung, ne? Okay, bis dahin. Tschüss und ciao.